Arthrose an den Fingern oder an den Füßen. Frau Edeltraut Aigner kennt beides nur zu gut. Wie sie ihre Schmerzen in den Griff bekommen hat, erzählt sie uns heute in diesem Video. Frau Aigner, vielen Dank, dass Sie da sind. Bitte. Sie haben ja Arthrose an den Fingern und an den Füßen. Wie haben Sie jetzt diese Symptome bereits in den Griff bekommen? Es hat schon begonnen, also vor der Operation. 3 Jahre vorher habe ich schon Beschwerden gehabt. Dann war der Weg einmal zum Herrn Dr. Klaus Bastl und habe mich abgesprochen. Und vorher habe ich, sagen wir, alles probiert mit Salben und Topfenwickel. Ich habe mir auch dann Schuheinlagen, orthopädische, verschreiben lassen. Aber alles hat keinen Erfolg gebracht. Und dann wurde eben mit einer Operation gesprochen. Und die wurde mir sehr gut ausführlich aufgeklärt. Dazu habe ich mich entschlossen. Grund dafür war, also Metalle werden für mich nicht in Frage gekommen, weil ich allergisch reagiere auf Metalle. Und darum war ich sehr froh, dass es diese Methode gibt. Und ja, und dankbar. Ja. Welche Symptome, also wie hat sich denn die Arthrose bei Ihnen geäußert? Anfangs leichtere Schmerzen, dann war ein Knacksen in beiden Füßen. Also ich habe beidseits Arthrosen gehabt und die CT-Bilder haben ergeben, dass schwere Abnutzungen sind. Und eben beim Gehen war da immer so ein Knacksen schon hörbar, schon ganz ängstlich worden. Die Schmerzen wurden dann immer intensiver und auch die Nachtschmerzen sind dann gekommen. Ich konnte dann nicht mehr schlafen und dann kam es eben zur Besprechung mit dem Herrn Doktor wegen einer Operation. Sie haben sich ja bei der Arthrose am Finger oder auch an den Füßen für die Operation mit einer Schraube aus menschlichem Knochen, also ja, mit der Shark Screw, entschieden. Warum haben Sie sich jetzt für die Shark Screw entschieden und gegen eigentlich eine Metallschraube oder eine Metallplatte? Ja, auch wegen der Operation. Also bei beiden Füßen hätte ich ja 4 Operationen gebraucht. Und das habe ich mir erspart, weil es wurden mit 2 Operationen beide Füße operiert. Also das war einmal sehr angenehm, weil 4 Operationen hätte man vielleicht gar nicht machen lassen dort. Und eben wegen Metalle, weil ich die wirklich nicht vertrage. Gab es für Sie dann eigentlich noch eine Alternative zur Operation oder war das für Sie dann klar nach dem Gespräch mit dem Herrn Doktor, Sie möchten eigentlich eine Operation haben, weil das vielleicht die besten Chancen für Sie bietet? Ja, es war eine sehr gute Aufklärung und ich habe das recht gut verstanden und habe mir gedacht, das wäre wirklich eine Chance, dass ich wieder gehen kann. Also die Lebensqualität ist ja massiv eingeschränkt. Sie sprechen darüber, dass die Lebensqualität eingeschränkt war. Ist sie jetzt auch noch eingeschränkt oder wie geht es Ihnen jetzt mit den Füßen? Nein, jetzt überhaupt nicht. Also ich bin dankbar, weil ich kann ganz normal gehen, habe keine Schmerzen und darüber bin ich wirklich sehr glücklich. Und vom Schuhwerk ist auch wieder alles möglich, oder? Ja, alles. Ich habe manchmal auch ein bisschen Absatz, geht auch hin und wieder. Und sonst habe ich halt so sportliche Schuhe. Aber habe ich überhaupt keine Beschwerden. Wenn Sie jetzt 3, 4 Jahre zurückdenken, da wo die Arthrose begonnen hat, wie würden Sie jetzt einem Patienten oder einem Angehörigen, was würden Sie ihm empfehlen, dass er sich, wie er sich behandelt? Soll er erst auf Cremen vertrauen oder gleich die Operation? Ja, das kommt darauf an, wie weit der Fortschritt ist. Also nach einer CT weiß man ja, wie die Abnutzungen sind. Und wenn sie abgenutzt sind, und aus meiner Erfahrung, wie ich es gemacht habe, würde ich eine OP empfehlen, also mit Knochenschrauben. Okay. Also wenn jetzt das Gelenk noch nicht sehr abgenutzt und Schmerzen noch vielleicht täglich? Ja, anfangs probiert man vielleicht ohnehin alles. Mhm. Das weiß ich aus meinem Bekanntenkreis. Mhm. Aber wenn das nicht mehr geht, dann ist das wirklich zu empfehlen. Weil es ist wieder ein neuer Lebens...
Das Lebensgefühl, ein positives. Ja, Lebensgefühl. Ja. Super. Frau Aigner, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen, vielen Dank für das Interview. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal oder liken Sie dieses Video. Ich würde mich freuen. Bis bald.